In Rust gibt es einmal im Jahr einen Blueprint Wipe. Das heißt, dass alle Spieler auf einem Server die Rezepte von jedem Item vergessen und alle von Null starten. Das war natürlich die perfekte Gelegenheit, um einen Server komplett zu dominieren, und genau das haben wir getan. Zuerst haben wir uns einen Server ausgesucht, wo auch viele Leute spielen. Nachdem ich mir dann eine Crosshair-Erweiterung und VIP geholt habe, stand dem Grant nichts mehr im Weg. Da die Map immer anders aufgebaut ist, brauchten wir erstmal eine gute Position für unsere Base. Und in Rust gibt es ein paar Hotspots, was Locations angeht. Flüsse, wo es viel Nahrung gibt, die Straße, an der Schilder und Barrels für Schrott spawnen, Monumente, wo es viel Loot gibt und Safe Zones, an denen man Shops findet und nicht gekillt werden kann. Und zwischen Bandit, Launchsite, der Straße und sogar einer Tankstelle in der Nähe waren wir ziemlich gut aufgehoben. Was wir jetzt noch gebraucht haben, waren Ressourcen und Loot. Also bin ich erstmal Holzfarmen gegangen. Nachdem ich ein bisschen Holz gefarmt habe, sind wir zur Launchsite gegangen, um den Untergrund abzufarmen. Drop mir alles, ich recycle. Wo bist du? Einfach runter, einfach droppen. Komm mal zurück, Ami. Ja, dadurch. Ja. Und dann nach rechts. Zweite Tür rechts. Ja. Hier. Werde ich halt raus. Zweite Tür rechts, ich glaube, ja. Sag mal, jemand Kopf braucht, ne? Zweite Tür rechts. Nach einer Zeit hatten wir extrem viel Loot und einer von uns hat sogar random einen Raketenwerfer in der Kiste gefunden. Und das hat uns einen extremen Vorsprung gegeben. Mit dem Rocket Launcher hatten wir zwei Optionen. Entweder andere Basen raiden oder Bradley zu taken. Bradley ist ein Panzer, der auf Launchside rumfährt und auf alles schießt, was er sieht. Wenn man diesen Panzer aber killt, was man am besten mit einem Raketenwerfer macht, kriegt man mehrere Kisten mit krassem Loot. Dadurch, dass wir den Raketenwerfer so früh bekommen haben, hätte es sich nicht gelohnt, jemand anderen zu raiden, und unsere beste Option war Bradley zu killen. Mit dem Loot hatten wir schon mal einen enormen Vorsprung gegenüber den anderen Spielern, und es hat nicht lange gedauert, bis uns die ersten Leute raiden wollten. Ich hatte bei der ganzen Sache nur ein Problem, und zwar, dass ich keine Ahnung hatte, was ich tun sollte. Aber zum Glück spiele ich mit absoluten Rust-Maschinen, die die Gegner komplett hops genommen haben. Der nächste Step war dann, die Base abzugraden, damit andere Spieler erstmal kein Problem sind. Also habe ich das getan, was ich am besten kann: Holzfarm. Es hat nicht lange gedauert und die zweite Version unserer Base stand. Der Plan für den weiteren Verlauf war, dass wir weiterhin zur Launchsite gehen, um Bradley sofort zu killen, nachdem er wieder gerespawnt ist, damit wir die einzigen sind, die den Loot bekommen. Aber es gab ein paar Schwierigkeiten. Zwei liegen. Nicht schlüsseln. Ah ja, ich bin down. Zur Beruhigung haben wir erstmal unsere Helis umgeparkt. Nee, Mann, es geht aber nicht. Oh mein Gott. Okay, alles gut, ich hab's gesaved. Danach ging es aber wieder Richtung Launchzeit, um wieder Bradley zu farmen. Als wir Bradley gekillt haben, haben wir Besuch bekommen. Und das war der Moment, wo der Krieg in Launchzeit ausgebrochen ist. Drei Stück. Da ich aber absolut Trash im PvP bin. Ah nein! Oh mein Gott, hab ich hier gerade geschafft. Auf dem Dach, wo ich gerade war, habe ich mich anders nützlich gemacht. Ich bin die ganze Zeit zwischen unserer Base und Launchzeit gependelt und habe uns den Loot gesichert, den Pat und die anderen rangeholt haben. War aber nicht komplett useless im Fight und habe auch einen killen können. Electrical, zwei Hits. Hab einen down, Headshot down. Wir haben durch die ganze Aktion extrem viel Loot bekommen und unsere Kisten waren alle voll mit Stuff. Ein bisschen später habe ich dann herausgefunden, wie geil eigentlich Autos in Rust sind. Man ist nicht nur schneller und sicherer unterwegs, man kann das Auto komplett nach eigenem Bedarf bauen. Mit unterschiedlich vielen Sitzen, Kisten, Wasserbehältern oder man baut sich einfach ein Taxi oder einfach einen ganzen Wohnwagen. Wie nice ist das bitte? Ich hatte extrem Bock auf ein Auto, aber damit ich das Auto umbauen kann und andere Spieler es nicht klauen, brauchte ich erstmal in der Garage. Soll ich Stein holen? Ja, ich denke, so kann man es ja machen, oder? Boah, ich feiere das gerade mega. Was denn? Ja, weil diese Garage, diese Einfahrt, ist wunderschön und es ist noch nicht mal fertig. Also wenn verkackst, kein Stress. So? Ja, so schaut doch gut aus. Ja. Jetzt hat uns nur noch das Auto gefehlt, aber leider ist es eher so eine Glückssache, ob man ein Auto bekommt oder nicht. Autos können in der Nähe der Straße spawnen und sind meistens kaputt. Das heißt, entweder riskiert man es und nimmt Ressourcen zum Reparieren und Motorteile mit, oder man schiebt das kaputte Auto bis zur Base. Aber fürs Erste habe ich es sein lassen und bin aufgegangen. Und als ich am nächsten Tag rangekommen bin, haben mir die Boys gezeigt, was sie über die Nacht rangeholt haben. Mann. Hallo. Hier, Armin, schau mal hier in die Kiste. Ich muss hier kurz heim, Buddy, was ich bin nicht One-Shot. Oida, what the fuck. Alter, was ist das? Das ist viel zu viel. Ja, wir müssen das verbauen. Junge. Das war's noch nicht. Komm, Jungs. Alter, Junge, ist das viel, Digga. Digga, what the fuck? Anscheinend wollten sie nur ein bisschen trollen gehen und waren dann, als sie einen Typen vor der offenen Tür gekillt haben, komplett in deren Base, weil alle Türen offen waren. Und die haben einfach alles mitgehen lassen, was sie gesehen haben. Da wir jetzt genug Ressourcen hatten, bin ich mal auf entspannt Nicht-Holzfarmen gegangen und habe nach einem Auto gesucht. Ich habe vor Bandit Camp eins gefunden und den Boys direkt Bescheid gesagt. Ja, wir sind gleich mit dem Auto home, Digga.
Ihr habt 2 HP, ich push das Auto. Scheiß drauf. Da oben im Tower. Aber kurz bevor ich das Auto in die Garage geschoben habe, ist das passiert. Let's go. Lass Roof Pferd spawnen kurz. Okay. Ja, okay. Ja. Nein! Eli, geh recyceln, okay? Ich hab ne Fridge. Lass aber groß. Digga, das Auto ist einfach zerfallen. Wo sind die Kameras? Nein, no way! Nein, glaube ich, du musst einfach mal kurz durchlaufen. No, das scheiß Auto ist einfach direkt hier vor den Dings zerfallen. Der ganze Krieg, Digga, umsonst. Oh mein Gott, Digga. RIP. Natürlich habe ich aber trotzdem nicht aufgegeben und am nächsten Tag direkt die Straßen weiter abgesucht und dann dieses Schmuckstück hier gefunden. Ich habe es mal riskiert und Ressourcen mitgenommen, um das Auto zu reparieren, damit ich es dann zur Base fahren kann. Und es hat wirklich geklappt. Ich habe ein scheiß Auto. Und ich glaube, der Laser dabei. Let's go, Digga. Das erste wollte ich das Auto so designen, dass 4 Leute mitfahren können und wir vor gegnerischen Schüssen komplett gesichert sind. Und wir haben dann auch unseren ersten kleinen Roadtrip gemacht. Ey Jungs, habt ihr markiert, wo ich hinfahren soll? Sonst weiß ich nicht. Ja. Wir können das du siehst man hier gar nicht. Einfach ja. Nee, nee. Oh, nee, Scheiße. Mittlerweile hatten wir eigentlich alles, was es in dem Game gab. Ressourcen en masse. Und das Einzige, was uns vielleicht jetzt noch gefehlt hat, war ein Scrappy. Die kleinen Helis sind schon nice, aber wenn man einen Ausflug mit 7 Leuten machen will, ist so ein dicker Heli schon geiler. Warte noch, ich flieg damit. Ja, ich will. Dann muss ich mit Scrappy holen dann, ne? Ah, ja, du fliegst mit mir Minis. Du kannst da nicht rein. Achso. Ah, wir kommen bei mir rein. Doch, doch, doch. Oder setzen rein. Ey, ey, ey. Let's go, Junge. Komm rein. Junge, das ist ja. Das ist ein Erlebnis hier. Oh. Ruhig, Rüdiger. Ruhig. Um das gute Stück einzuweihen, sind wir alle gemeinsam zu Euric geflogen und haben versucht, dort ein bisschen Loot ranzuholen. Wir konzentrieren uns auf oben erstmal. Consentus machen. Als wir fertig waren, wollten wir gediegen wieder nach Hause fliegen, aber dann ist das passiert. Auf der will den crashen. Ich kann halt, ich sehe ihn nicht. Hab ihn getroffen, halt hab ihn getroffen. Kann ihn nicht schießen. Er ist dead. Nice, oh, good job. Good job, Digga. Alter Junge. Let's go. Wir sind sicher zu Hause angekommen und hatten kein wirkliches Ziel und keinen Gegner mehr. Zumindest hat keiner mehr versucht, uns zu challengen. Ich würde sagen, die Server-Dominierung war erfolgreich und das Allerwichtigste, wir hatten eine gute Zeit. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao. Hey, Armin. Siehst du diesen Scrappy da drüben? Darunter ist so eine Stair, gell? Ja, da drunter. Ja, der Eingang ist geblockt für die. Das ist richtig. Soll ich sagen, was ich dazu sage?